Schönen guten Tag, meine lieben Leute, der Schmadi hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Karriere in FIFA 18. Und ja, ihr seht es schon, heute mit Jagiellonia, aber ist nicht das normale Jagiellonia, sondern wie ich euch in FIFA 17 versprochen habe, wo ich mit der A-Jugend von Frentrop die Karriere gemacht habe. Heute mit der dritten Mannschaft, okay, und natürlich noch ein paar Spieler von Jagiellonia, die aber so oder so alle den Verein verlassen werden, also das ist mir egal. Und ja, ein paar kennt ihr ja noch, zum Beispiel den Ritter, den Timo, den Krosch, meine Wenigkeit, Mustafa, den Alex Ritter, Ahmed. Und dann sind auch noch aus der dritten Mannschaft und wie man sieht auch einige mit den Gesichtern, die ich komplett hasse. Aber naja. Und jetzt stellen wir ja auch erstmal die Mannschaft vor mit Timo Krosch. 19 Jahre jung, unser zweiter Torwart, da er momentan in Wirklichkeit verletzt ist und Ritter momentan auch im Tor steht. Ebenfalls mit 19 Jahren, der Marcel. Einer der beiden Zwillinge mit seinem Bruder Alex. Ritter, 19 Jahre, ja, 19 Jahre jung. In der Innenverteidigung haben wir Tobi Hauptmann, 24 Jahre, 76er Rating. Relativ gute Stats. Und sein Kamerad ist Raphael. Mit 26 gehört er auch noch mit zu einem der Jüngsten und das verstehe ich nicht. Das Bild sieht ja aus wie so ein junger Kerl. 32. So jung ist er nicht mehr. Wie er auf dem Bild aussieht. Der Meppo, unser Kapitän. Muss ich gleich noch machen. Im rechten Mittelfeld Mustafa. Meine Wenigkeit. Kennt er auch noch aus der FIFA 17 Karriere. Meine Wenigkeit. ZDM. Links daneben Nils Rother. Mit 29. Auch mit einer der ältesten in der Mannschaft. Und links Ahmed. Mit 20 Jahren gehört er zu den Jüngsten. Aber ist nicht der Jüngste. Im ZDM haben wir dann Basti Ludwig mit 32 Jahren. Relativ gute Stats. Und da hoffen wir, dass wir uns irgendwas holen. Und im Sturm natürlich André Meyer. Mit 27 Jahren auch einer der Routiniers. Und auf der Bank dann halt noch Timo Krosch. Timo Ulbricht, also mehrere Timos in der Mannschaft. Mit 27. Dann noch Viti, Sven Vitulski mit 35 Jahren. Der Älteste. Und Timo Seifert, auch nochmal ein relativ junger Spieler, den man immer wieder einwechseln kann oder ab und zu auch mal in der Startelf sehen kann. Dann die Erwartungen sind, verpflicht über zwei Saisons mindestens ein Spieler aus deiner Jugendakademie in der ersten Saison und in der Folgesaison für mindestens 50% Einsatzquote. Ja, das werden wir eh nicht machen, weil wir nur eine Saison machen werden, gucken wie wir da abschneiden. Dann die Markenpräsenz. Sorge in dieser Saison für mindestens 70 ausverkaufte Liga-Heimspiele. Mindestens 85% Stadionauslastung. Das kann man gut schaffen. Kontinental natürlich nicht, weil wir weder Champions League noch in der Euroleague sind. Dann in der Liga so mal Mittelfeldplatz belegen und im DFB-Pokal Runde der letzten 32 erreichen. Und langfristig über drei Saisons einen Champions League-Platz. Also das ist eigentlich auch egal, die langfristigen. Besser sind eher die kurzfristigen und beendet diese Saison mit einem Gewinn von 30 Millionen Euro. Ja, das wird auch nicht leicht werden, vor allem weil wir nur 3 Millionen Transferbudget haben. Damit werden wir uns auf jeden Fall einen Jugendscout kaufen. Aber ja, die sind alle nicht so stark. Nehmen wir aber den Andreas Krause. Und schicken den dann mal für 6 Monate nach Deutschland. Soll da nach guten Talenten gucken. Ist unterwegs. Und dann drücken wir auch dann erstmal auf weiter. Ich habe natürlich auch das Vorbereitungsturnier European International Cup ausgewählt. Den werden wir aber komplett simulieren. Und uns nur auf die Liga quasi konzentrieren und da ist auch das erste Angebot für
Damian Beglart, 54er Gesamtrating, 21 Jahre, ein Jahr zu Greve Alexandra. Von mir aus. Ich lege euch keine Steine in den Weg. Und da kommen wir auch direkt zum ersten Spiel gegen Parmeister, das meine ich sogar. Wenn er mal laden würde. Passiert aber momentan gar nichts. Ja, gegen, ja doch, jetzt gegen Parma. Da werden wir auch direkt simulieren. Und gucken, wie wir abschneiden werden. Oh, Meier direkt mal mit dem 1:0 in der 5. Minute. Hier simulieren zum Ende. Und 4:1 gewinnen wir am Ende. So sieht's doch schon gut aus mit den Ergebnissen. Und ich merke gerade, ich muss noch ein paar Trikotnummern anpassen. Das machen wir dann jetzt eben schnell in der Teamzentrale. Nämlich hier Timo Raffal. Basti zum Beispiel hat nicht die 4, sondern die 15. Dann, ja, eigentlich passt das sonst so. Wirklich. Okay, bei mir, ich gebe mir dann nochmal die, meine Trikotnummer, die Trikotnummer 8, nicht die 98. Und damit haben wir auch schon angepasst. Okay, und Meier muss ich noch seine 9 bekommen, nicht die 33. Das habe ich jetzt gerade voll vergessen. Bekommt er natürlich dann auch die Trikotnummer 9. Tobi Hauptmann läuft bei uns immer mit der, muss ich mal kurz gucken, mit welcher Nummer der Nummer immer aufläuft. Und ich meine, dich zu erinnern, dass das die 3 oder die 4 war. Da muss ich mal kurz gucken, war 3 oder 4 war das auf jeden Fall. So, eine von den beiden Nummern. Gucke ich nochmal bei unserem letzten Spiel, ne? Ich meine, da war die 4, die er hat. Bin mir nicht zu 100% sicher. Werde jetzt ja gleich sehen, welche Nummer der Tobi da hatte. Ja, und die 4. Okay, mit der 4 auf dem Rücken. Dann haben wir das jetzt alles gemacht, die Nummern. Haben zwei Angebote wieder. Einmal die Leihe von Damian Beglart wurde abgelehnt, also er geht doch nicht weg. Und direkt die nächste Leihe für Taras Ramatschuk. Keine Steine in den Weg. Gerne. Ein Jahr nach Lautern. Habe ich kein Problem mit. Und damit gehen wir auch direkt ins zweite Spiel gegen AS Nancy. Und da kommt auch direkt von Quietien. Ob ich mal rotieren kann und ihm vielleicht eine Chance geben kann. Nein, tut mir leid. Ihr spielt mit unserer Mannschaft. Mit den Frintropper Jungs. Und holen uns der 2-1 Niederlage ab. Ja. Und da sieht man auch wieder, der automatische Trainer hat natürlich einen von Jagiellonia eingewechselt, nämlich Czernić. Aber naja, was will man da machen? Kann man nichts machen, wenn der automatische Trainer sagt, dass der auch mal ein bisschen Zeit bekommen darf. Und da wurde die nächste Leihe abgelehnt. Und da sehe ich gerade, Dortmund hat einen Transfer gemacht. Habe ich gerade. Nämlich Serge Aurier für 23,8 Millionen. Ist nicht schlecht. Celta Vigo hofft, Nicolai Müller zu verpflichten. Und Juve holt sich Blaise Matuidi. Okay, das war auch schon so klar. Und dann kommt mit Nationaltrainerposten. Das interessiert mich eigentlich auch nicht. Und nun das letzte Spiel gegen Preston. Müssen wir gewinnen, sonst sind wir aus dem Turnier ausgeschieden. Wir skippen und gewinnen 4:0. Durch Meppo Meier und zweimal Timo Ulbricht. Damit das Halbfinale des European International Cup. Wir bekommen noch 800.000 Euro drauf auf unser Transferbudget.
Und das geht gegen Hotzenbeck, Leihengebot für Simunovic. Nimm mal an, nach Halle. Kein Problem. Da sieht man, beide wurden abgelehnt. Beide wollten sich nicht verleihen lassen. Jetzt gegen Hotzenbeck, das Halbfinale. Da habe ich eigentlich relativ gute bis schlechte Erinnerungen. Wegen Dortmund mit der Europa League Quali. Naja, in einer halben Stunde 3-0 zurückgelegen, trotzdem 4-3 gewonnen. Und wir gewinnen 4-3 nach Elfmeterschießen und Ritter holt sich die rote Karte in der 87. Minute ab. Fehlt uns damit für das Finale. Damit müssen wir da ein bisschen rotieren. Komme ich dann dahin. Und im ZDM kommt dann Mustafa und Timo Ulbricht. Kriegt er auf der rechten Seite seine Chance, sich zu beweisen. Vorher eine Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Nancy, lobe ich unsere Mannschaft. Wieder wurde eine Leihe abgelehnt. Wieder kommt der nächste Leihangebot rein, für diesmal für Swiderski. Nochmal 1,3 Millionen drauf und Ritter für 2 Spiele sogar gesperrt. Heißt für das Finale und wahrscheinlich sogar für den ersten Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Für ihn ist Sheridan jetzt im Kader, oder Sheridan, weiß ich nicht, wie man ausspricht. Und im Finale gewinnen wir mit 2-0, zweimal Ahmed. Das ist doch schon mal gut. Das ist sogar stark, dass wir das gewonnen haben. Leihe wurde mal wieder abgelehnt. Ja, wie soll es auch anders kommen? Bekommen wir nochmal 1,7 Millionen auf unser Transferbudget oben drauf. Haben jetzt 6,9 Millionen, werden uns aber eh keinen Spieler kaufen, sondern nur Jugendspieler verpflichten. Und damit simulieren wir dann weiter. Bis zum nächsten Transferangebot oder aber sogar bis zum ersten Saisonspiel. Man weiß es nicht. Man sieht es später. Wir haben jetzt Hannover aus der Liga rausgehauen, also einen Aufsteiger, sodass wir dann quasi als Underdog mit da reingehen. So als aus der zweiten Liga aufgestiegene Stadt Hannover. Und nächstes Leihangebot für Rafael Lautern ist auf jeden Fall dabei. Will wieder einen unserer Spieler ausleihen. Ob es klappt, ist eine andere Sache. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Und tatsächlich, ihr habt es gesehen, hier, Geschieb hat die Leihe an Kaiserslautern angenommen, wechselt mit sofortiger Wirkung und kehrt nach Ablauf der Leihe, also nach der Saison, wieder zurück. Ich könnte ihn natürlich wegen einer Gebühr wieder zurückholen, aber nee, lass ich. Und das erste monatliche Scouting-Update, da nehmen wir natürlich nur also schon starke Spieler wie so einen Christopher Wagner. 450k Marktwert, 94er Potenzial, stark. Oh, Sebastian Becker, der sieht auch nicht schlecht aus und hat 275.000 Marktwert. Also die nehmen wir schon mal beide an. Schauen wir dann auch direkt mal. Und ein ZM mit einer 58 und ein Torwart mit einer 61, den wir sofort theoretisch auch mitnehmen, weil ansonsten läuft er uns weg. Und darauf habe ich nicht wirklich Lust, dass mir ein Jugendspieler dann wegläuft und sagt, nee, du willst mich ja doch nicht im Team haben, hast mich einfach nur genommen, damit ich auf der Jugendakademie verrotte. Deswegen nehme ich den mit und ich habe voll vergessen zu trainieren. Und jetzt kommt Leihangebot für Lukas Burliger. Bolivia von Kaiserslautern. So, Kaiserslautern will wirklich unsere Spieler ausleihen. Habe ich aber auch kein Problem mit. Und was ich nämlich vorhin vergessen habe, ist das Training. Kommt auf jeden Fall Wagner mit 1,90. Packe ich den da rein. Mit herauslaufen. Dann unsere Außenverteidiger haben wir ja nur Alex Ritter, der
gutes Potenzial hat. Defensiver Stresstest. In der Innenverteidigung haben wir Rafa und Tobi, beide mit gutem Potenzial. VT ist natürlich ein bisschen älter. Da werden wir dann Rafa trainieren. Ebenfalls defensiver Stresstest. Und im Mittelfeld haben wir ja Sebastian Becker, den wir trainieren können. Oder bei Timo Seifert. Oder mich, die auch noch gutes Potenzial haben. Aber wir werden Sebastian Becker trainieren. Zwar im Dribbling Ballbesitz. Und da gucken wir, entweder ein Stürmer mit Meier oder Mustafa noch trainieren. Ich werde Mustafa nochmal trainieren. Und damit starten wir direkt die erste Trainingseinheit, die ich natürlich vorhin komplett vergessen habe zu machen noch. Tut mir dafür auch leid. Aber naja. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Sagen wir mal so. Und wieder Lukas Spieliger. Also der ist wirklich gefragt. Bochum will ihn jetzt auch ausleihen für ein Jahr. Gucken, wer sich ihn ausleihen kann. Und dann, also Lautern auf jeden Fall nicht. Bicek will für 17,5 Millionen zu seinem Ex-Trainer Jürgen Klopp zum FC Liverpool. Und Wagner erreicht schon mal die 62, Becker die 59. Und ansonsten bleiben alle bei ihrem Rating. Also Lautern hat es nicht geschafft, Lukas Burliger auszuleihen. Wahrscheinlich wird es Bochum dann auch nicht schaffen, wird er dann bei uns bleiben. Nur bei uns wird er keine Chance haben auf Startelf. Und jetzt, ja, Lukas Burliger ist an Bochum ausgeliehen. Das ist dann doch gut. Das ist doch gut, dass er dann verliehen ist. Somit warten wir jetzt bis zum nächsten Transfer oder bis wir wieder trainieren können. Und Leihangebot für Mistowski. 19 Jahre jung. Können wir gerne verleihen. Habe ich kein Problem mit. Ist mir egal, wie alt die jeweils sind. Ich verleihe die alle. Und jetzt wieder die Anfangsformation, die wir vorher hatten. Zurückgreifen, da Ritter ja wieder spielen darf. Und das erste Ligaspiel, schauen wir nochmal, haben wir am 19. August gegen Mainz 05. Werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge machen oder sogar in dieser noch. Gucken, wie die Zeit reicht. Gucken, wie lange das Video überhaupt dann geht. Und da haben wir auch schon das erste Transferangebot für Komschenowski für in Höhe von 1,85 Millionen Euro. Sein Marktwert liegt bei 1,9. Will ich nicht wirklich irgendwas rausschlagen bei dem echten Spieler vor Jagiellonia. Nützt eh nichts. Und Mustowski bleibt bei uns, wird nicht verliehen. Ja, dieses Problem haben wir ja öfter schon. Und von daher nichts Neues. Nächste Trainingseinheit. Becker und Mustafa mit einem guten Training. Beide mit einem A. Ja, Aue kriegt Mustowski nicht für ein Jahr ausgeliehen. Und ja, Freiburg hofft Peluso bald zu verpflichten. Und Komschenowski ist verkauft, damit ist der erste Spieler verkauft. Und wir nähern uns im ersten Spiel in der Fußball-Bundesliga gegen den ersten FSV Mainz 05. Und das werden wir auch angehen jetzt. Direkt. Wir in Schwarz, Mainz in Rot. Unsere Aufstellung habt ihr ja gerade nochmal gesehen, kennt ihr auch. Habt ihr ja am Anfang auch nochmal gesehen, wo ich euch die halt vorgestellt habe. Und kleines Skillspielchen.
So muss es im Spiel laufen, dass die Bälle reingehen. Und dann haben wir die ersten drei Punkte auch sicher. Beim ersten FSV Mainz 05, also direkt eine machbare Aufgabe, aber auch eine schwierige, wie man die Mainzer kennt. Es ist keine schwache Mannschaft. Und da laufen sie ein, die Mainzer und die Frintropper. Da die Mainzer Choreo wie eigentlich vor jedem Spiel. Und da stehen wir schön im Jogginganzug. Sie haben einen neuen die Spieler, die gebraucht. Rene, Adler und Dusan Basta. Beide frisch gewechselt. Adler für 9,9 Millionen von HSV und Basta für, habe ich gar nicht gesehen, ich meine, waren 13,5 Millionen von Lazio Rom. Und da ist die Aufstellung der Mainzer. Ja, jetzt sehen wir die Mainzer schon mit Adler, Brosinski, Bell, Hernandez, ja, Wasser rechts, Gümbermin und Rodriguez, Cairo, Alexandru Maxim, Öztunali und vorne, Muto. Dann auch auf der Bank Hut, Donati Lazza, Kodro, Busmann, Frey und Quaison. Ganz entspannt, der Schmidt ist da. Ganz entspannt, der Trainer der Fintropper. Mit ihrer Aufstellung. Ritter, dann Alex Ritter, Tobi Hauptmann, Rafa und Marco. Im ZM, Nils Roth in meiner Möglichkeit. Im Offensiver, Shahi, Ahmed, Ludwig, Basti, Safa und im Sturm Andersmeier. Dann noch der Timo, Ulbricht, Bitti, Seifert. Und sonst ein paar Originalspieler von Jagiellonia. Und das Spiel fängt dann jetzt an. Mainz in Rot-Weiß von links nach rechts. Wir in Schwarz von rechts nach links. Wollen uns natürlich den ersten Dreier in dieser Saison sichern. Basta direkt mal über die rechte Seite. Auf Muto, aber dafür sind wir dann dazwischen. Wieder Basta. Der Einwurf könnte stark Ihnen jetzt eine von Chance einbringen. Ahmed. José Rodriguez. Rodriguez dann an Basti vorbei. Jetzt. Muto. Und dann musste sich Ritter lang machen, kommt da aber nicht dran. Somit 1-0 für den ersten FSV Mainz 05. Gegen den Aufsteiger SC Frintrop. Und das ist bitter. Das ist bitte. Da macht er das Tor mit richtig viel Gefühl im Fuß. Er streichelt das Ding. Da hätte ich besser dran gehen müssen und ja, okay, keine Chance. Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Genau ins Eck. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Und jetzt erstmal ein bisschen Ruhe reinbringen. Nicht sofort den Angriff, Weg nach vorne suchen. Doch genau das versuchen wir jetzt. Aber Basti verliert den Ball. Super Marco, gut dahingegangen. Und dann gibt es den Freischuss nach dem Foul an Musafa. Und die erste gelbe Karte für Daniel Brosinski. Ja, absolut. Kann man geben. Wir haben eben erst angefangen mit diesem Spiel. Aber wenn er hier zu viel durchgehen lässt, dann nutzen die Spieler das gerne aus. Maxi. Ne. Jetzt Maxi. Gbamin. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Basti. Starker Ball auf Ahmed. Ahmed. Meppo. Marco. Gut auf Musafa. Musafa jetzt in die Mitte. Aber da kommt Meier nicht hin zum Ball. Brosinski. Rodriguez, Maxim. Nils wäre fast an den Ball gekommen. Schade. Gübermin. Cairo. Da haben sie jetzt Platz. Da geht er vorbei. Geht vorbei. Er schießt. In der Mitte. Völlig ohne Problem. Können sie dann fast klären und Basti Nils mit diesem
So, was machen Sie? Fehlpass. Super Einsatz. Aber gut wieder den Ball erobert. Anders, da sieht man wieder, was, warum ich eigentlich einen Stürmer, einen guten jungen Stürmer noch brauche. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Und da ist schon wieder der Ball weg. Muto, nein. Obwohl er war eigentlich falsch ausgedrückt. Er ist ja ein guter Stürmer. Wenn das mal auch zeigen würde und Mustafa mit dem Fehlpass. Kairo. Naja, das ist natürlich naja, der war ein bisschen zu weit es mit dem daneben. Ball ist aber nicht platziert. Ritter. Ballverlust. Fehler, weil Ahmed da nicht entgegenkommt. Ja, das wird uns auch immer gesagt. Entgegenkommt zum Ball, aber. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Nee, warum? Schwacher Abschluss, da hat er den Ball nicht voll erwischt. Alexander Ritter, Ahmed, Öztunali. Früher vom Ball trennen, aber naja, okay, das war mein Fehler, wollte ich eigentlich, aber ihn dann nicht. Er lässt seinen Gegenspieler stehen, defensiv machen sie es gut. Jetzt vielleicht der sie Konter. Müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Alexander Ritter auf Basti Ludwig, Basti. Öztunali. Wollt den Ball dann auf anders durchschicken. José Rodríguez. Und genau in die Füße des Gegners von anders. Fairer Einsatz hier. Schön, Ball wieder geholt. Jetzt vielleicht ein Konter einfahren, aber Nils. Und er geht an ihm vorbei. Yoshinori Muto. Marco. Basti. Anders. Mustafa. Mustafa jetzt über rechts. Kann. Jetzt setzt er sich durch und bleibt am Ball. Spielen. Ritter! Und da war mal der erste Abschluss. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er. Weil er war nicht stark besser genug, um René Adler wirklich vor Probleme zu stellen. Gehen wir mal ein bisschen offensiver rein. So als Aufsteiger muss man sich auch mal was trauen. Weg ist der Ball. Ganz Alexandre Maxim. Schießt er ihn rein. Das ist natürlich harmlos. Gut gestört von Nils. Deswegen kann er den Ball nicht sauber treffen. Und damit auch das nicht das Tor machen. Basti. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Nochmal hinten rum. Und wieder der Schuss. Maxi. So langsam kommen wir ein bisschen besser in das Spiel rein. Er gibt Vorteil. Vor der Halbzeitpause jetzt noch den Ausgleich zu machen. Das wäre schön und. Wir sehen, ich sehe da oben gerade einen kleinen Bug. Nämlich, da steht nur Lonia und nicht Mainz gegen Jagiellonia. Also nicht der komplette Spiel. Nicht die Heim- und die Gastmannschaften jetzt. Ahmed. Gar keine Gefahr hier in der Situation. Alles klar. Wollte ich einen Fake-Shot nach hinten machen? Der schießt. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Kann man ja mal machen. Jetzt macht er ihn. Ahmed. Und nochmal der Schuss. Oh, das war knapp. Das war und dann ist knapp. Halbzeitpause. Versuch, leider kein Tor, 1 zu 0 für Mainz 05. So weitermachen gehen. Und naja, das ist eigentlich stark von Mainz, aber auch von uns nicht wirklich. Und auch und die anderen Halbzeitergebnisse. Hamburg gegen Augsburg 0-0. Genauso wie Hoffenheim gegen Bremen. Und Wolfsburg führt mit 1-0 gegen Borussia Dortmund. Zur Halbzeitpause werden wir nicht wechseln. Wir werden mit der gleichen Elf auch antreten. Die zweite Hälfte läuft. Wie die Mainzer auch in der ersten Halbzeit. Alle weil
Da kann er ihn stoppen. Wir haben gerade mehr gut Druck gemacht. Deswegen, warum sollen wir dann wechseln? Basti jetzt. Komm, hol den Ball wieder. Hol ihn wieder. Anders. Das ist Basti und da ist der Ausgleich. Da ist der Ausgleich. Hat ja eigentlich bisher alles gut im Griff. Basti Ludwig, stark von Anders. Gut den Körper reingesetzt und dann flach gegen René Adler zum 1:1 ins Netz. Super stark gemacht von Basti. Und damit hoffen wir natürlich, dass es so weitergeht, wie wir dann das 2:1 machen können. Machen gut Druck gerade. Und ja, wollen natürlich auch direkt zum ersten Spieltag in den Dreier einfahren. Aber wenn wir so solche Pässe weiterhin machen, wird das sehr, sehr schwer. Das Ahmed wäre fast durch gewesen. Ist ja ein schneller Spieler. Ein echter Kuhwolf, wenn du mich fragst. Alle Beteiligten dürfen froh sein. Und dann abseits. Und dann der erste Wechsel bei Mainz. Rodriguez geht raus. Und für ihn kommt. Weiß ich jetzt gar nicht, wie der heißt. Um ehrlich zu sein. Latzer. Super dazwischen. Dann Meier mit diesem schwachen Ball für Basti. Da haben wir wieder Öztin Ali, der den Ball im Spiel behält. Dann geht es auswärts gegen den VfB Stuttgart. Da sind wir natürlich live für Sie vor Ort. Ballverlust. Ja, Basti, schade, wollte ihn dann nochmal raus auf Musafa spielen, aber hat den Ball nicht durchbekommen. Oh, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Jetzt Jairo. Jairo. Und Marcel. Den hat er sicher. Marco. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Diesmal kommt der Ball sogar an bei Musafa. Starker Doppelpass mit Meier. Starker Doppelpass, jetzt in die Mitte. Muss er in die Mitte gehen. Musafa. Und Nils und wäre Meier da dran gegangen. Und hätte ihn angenommen und geschossen. Da wäre wahrscheinlich der 2:1 gewesen. Und jetzt Basti mit dem Ball gewinnen. Jetzt. Wollte er ihn in die Mitte spielen. Der Ball ist draußen, es gut gedacht. Sie bereiten einen Wechsel vor. Nochmal Basti. Musafa in die Mitte. Geklärt der Mainzer. Vielleicht jetzt der Konter über Öztunali, Ludwig. Maxim ist das jetzt. Muto war das gerade, sorry. Habe auf den falschen Namen geguckt. Die falsche Seite. Nein, klasse Grätsche. Meier. Meier bringt den Ball in die Mitte, ist Musafa. Und mit der Parade hält er sein Team ins Spiel. Es geht weiter. Meier, Musafa, Fahrer tauschte Rollen an diesmal. Musafa in der Zentrale, Meier über die rechte Seite gekommen. Bringt die Flanke. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Er lässt den Gegner stehen. Gute Aktion. Tobi. Schöne Grätsche. Nils. Auf Meier. Meier, jetzt nochmal auf Nils! Aber René Adler mit einer Glanztat. Öztunali gegen Alexander Ritter lässt ihn stehen. Wenn nicht mit mir, denkt sich Tobi. Ahmed, Ballgewinn. Ahmed wollte mal dann durch auf Meier stecken. Jetzt vielleicht. Er schießt. Und Basti mit dem 2:1. 78. Minute.
Ein Riesenfehler hier von Adler. Spielt Meier den Ball in die Beine. Und dann Basti aus der Drehung. Versenkt er ihn zum 2:1 ins Netz. 78. Minute und es wird Zeit für den ersten Wechsel. Timo Seifert kommt für meine Wenigkeit rein. Meier geht runter, dafür kommt Timo Ulbricht und das war's jetzt erstmal. Also zwei Wechsel in der 78. Spielminute. Jetzt ist es soweit. Unter dem begeisterten Beifall der Zuschauer geht er vom Platz. Meier, der beim 2-0 maßgeblich dran beteiligt war. Er gesagt, beim 2-1. Bei beiden Toren, er gesagt. Spieler des Spiels. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Beim ersten gut auf den Fehler. Ja, beim ersten schön Basti in die Mitte, in die Lücke. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den beim Ball. Zweiten Mal dann wieder stark. Den Ball erobert. Die Fans geben nicht auf. Und dann den Ball in die Lücke gespielt für aber jetzt muss der Funke natürlich Basti, der dann zum zweiten Mal eingenetzt hat und abgefangen. Gut gemacht. Jetzt machen die Frentropper das stark. Da haben wir Timo Seifert direkt das erste Mal am Ball. Mit dem Ballverlust. Das könnte die Chance werden. Muto. Öztunali. Hernandez. Marcel. Und jetzt Glück. Und nun ein Schuss. Bisschen Glück dabei, aber dann am Ende Ritter mit der Parade. Und jetzt kommt nochmal Fabian frei für Levin Öztunali. In der 87. Spielminute. Mainz wieder mit einer Ecke. Die Ecke kommt rein. Frei! Das ist das Tor, da ist der Ausgleich. Und wie geht der denn bitte rein? Jetzt können Sie sich sogar Fabian frei. Also, so was habe ich ja noch nie erlebt hier in dieser ganzen FIFA-Laufbahn. Ist ja aus 16 Metern. War da, glaube ich, 16 Metern. Bedrängt. Und Ritter. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere. Ich glaube, da war sogar ein Eigentor von Ahmed, von Musafa. Von zwei bedrängt, von Musafa und von Ludwig. Ist die Führung. Jetzt muss er vielleicht mal die ein oder andere Umstellung vornehmen. Und beide konnten und da nicht. Mit diesem Tor ist das Spiel auch auf der Anzeigetafel wieder ausgeglichen. Eine enge, eine spannende Partie. Jetzt frei. Quaison. Er hatte kurz Musafa. Nicht mehr den richtigen Halt, aber er fängt sich und hält die Muto. Aber mit dem Fehler. Jetzt vielleicht der Konter für die Frentropper. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind's noch. Marco. Guter Zweikampf. Aber nicht gut genug. Timo setzt seinen Körper gut ein und dann pfeift jetzt der Schiedsrichter ab. 90 Minuten Partie. Vorbei, Mainz und der SC Frintrop trennen sich also am Ende mit 2:2. Ein starkes Spiel, muss ich wirklich sagen. Von beiden Seiten geht auch klar das Unentschieden. Und Man of the Match war André Anders Meier mit einer 9,5. Dann Basti Ludwig mit 9,1. Weil zwei Tore von Basti. Zwei Vorlagen von Meier. Die haben wirklich das Spiel auch für sich ausgemacht. Und Brosinski und Maxim haben bei den Mainzern halt die Vorlagen gemacht. Und die Tore Muto und Frei. Und bei ihnen der beste Mann war Muto mit einer 8,0. Damit. Ja. Schade natürlich. Schade. Ich habe gehofft, dass wir uns hier heute den Sieg einfahren können. Am Ende nicht. Bremen gewinnt 1-0 in Hoffenheim. Und Wolfsburg gewinnt 1-0 gegen Borussia Dortmund. Und am Ende halt, ja, bei uns und 2:2 war ein bisschen mehr drin. Kann man leider nichts machen. Nur mal eine Trainingseinheit und dann simulieren wir bis zum nächsten Saisonspiel nochmal vor. Schade, dieses Unentschieden. Schade, schade, schade. Ich habe wirklich mit einem Sieg gerechnet. Sogar fest gerechnet.
Und da versucht dann jetzt noch jemand Frankowski auszuleihen, die Nürnberger für ein Jahr. Hat eine Freigabesumme von 1,3 Millionen, Marktwert von 1,2 Millionen. Habe ich aber keinen Gebrauch für ihn. Ja, die Folge ist jetzt ein bisschen länger. Und das nächste Spiel gegen den FC Schalke 04. Und Frankowski wird für ein Jahr zum Club nach Nürnberg ausgeliehen. Zu den Freunden unseres Gegners an diesem Sonntagabend. Oder Sonntagnachmittag, weiß ich jetzt gar nicht genau. Gucken wir gleich, wie gesagt, gucken wir in der nächsten Folge. Bis dahin, haut da rein, bleibt steif und ciao.